Wir haben eine Winteredition gemacht von unserem, ja, Essens- und Speisegewohnheiten. Und wir nehmen dich jetzt mal mit, was wir die Tage, ja, unter der Woche eben so uns zu essen zubereitet haben und was wir eben auch gerne so essen. Manchmal erklären wir auch, warum wir dieses oder jenes essen. Also sei dabei bei unserer What We Eat Winteredition. Jetzt im Winter essen wir nämlich gern warmes Frühstück. Da gibt es einen Haferbrei. Und immer daneben stehen unsere Fermente. Das ist unser warmes Haferfrühstück für die Kinder mit viel Zimt und Xylit. Die mögen auch kein Obst oder Kompott drüber. Und für mich noch mit Goji-Beeren, Maulbeeren und manchmal auch Rosinen. Ein Mittagessen bei uns, Waffeln, immer sehr beliebt. Da sind jetzt herzhafte Waffeln dabei und auch süße. Die süßen sind aber ohne Zucker, nur mit Datteln gesüßt. Und die herzhaften eben gewürzt mit Gemüse. In süßen ist auch Gemüse drin, ein bisschen Mohrrübe. Mit Gemüse, Salz und auch ein bisschen Tomatenmark und wieder Miso-Paste. Abendessen, Quinoa mit Erbsen. Dazu eine Soße aus verschiedenen Gemüsesorten. Fenchel, Mohrrübe, Sellerie, Frühlingszwiebel ist auch mit drin. Und das ist ja wie so eine Rahmsoße, aber ohne Sahne, sondern mit Erdnuss- und Cashew-Mousse. Verziert noch mit noch ein bisschen Frühlingszwiebel frischer. Ah ja, in der Soße ist auch noch etwas, ein ganz kleines wenig Tomatenmark und Reismiso-Paste drin zum Würzen. Und ja, es ist vegan und glutenfrei heute auf jeden Fall und wirklich unheimlich lecker. Den Quinoa und die Erbsen habe ich Instant Pot gekocht. Das ist immer richtig, richtig zuverlässig. Es geht schnell, es ist einfach. Es ist für mich ist es einfach der perfekte Quinoa ohne Anbrennen. Er wird immer auf den Punkt genau. Das kriege ich besser hin, als wenn ich den so lose im Topf koche. Unser Abendessen heute: Brokkoli, Maiskolben, Karotten und natürlich Sauerkraut mit Algen und Ingwer. Da stehen hier alle total drauf. Das wird lecker. Mein erster Buchweizenkuchen, den habe ich heute mit den Kindern gebacken und der ist als Frühstückskuchen gedacht und auch als kleine Jause in der Schule wird der mitgegeben. Und der ist aus Buchweizen und Mohn und Nüssen. Den habe ich dann nochmal aufgeschnitten und das ist nochmal eine Preiselbeermarmelade dazwischen. Ja, wir werden ihn probieren und berichten, wie er ist. Das ist ein Mittagessen bei uns, beziehungsweise es sind eigentlich auch eher die Reste vom Abendessen. Das machen wir auch total gern, dass wir die Abendessenreste mittags dann nochmal essen. Ist ja natürlich auch praktisch. Wir haben Kartoffelbrei, Wirsingkohl und Tofu, der an sich auch sehr kühlt, aber wir haben auch viele wärmende, entfeuchtende Gewürze mit drin, Kümmel, Pfeffer. Und ja, das lassen wir uns jetzt gut schmecken. Wir bereiten in letzter Zeit super oft frischen Rosenkohl zu. Wir haben tatsächlich früher immer den gefrorenen genommen. Aber einfach weil natürlich frischer Rosenkohl viel nährstoffreicher ist, vitalstoffreicher ist, machen wir das jetzt selber mit frischem Rosenkohl. Das Tolle ist eben, ne, gerade für unsere Kleinen, die haben so viel Spaß dabei. Abendessen bei uns, Quinoa mit Erbsen und dazu Soße mit Rosenkohl und Mohrrüben. Alles vegan, glutenfrei heute. Sehr, sehr lecker. Und in der Soße ist auch eine Miso-Paste mit drin für den Geschmack und auch für die, ja, gesunde Wirkung der Miso-Paste. Ja, Nudeln dürfen es auch mal sein, wenn mal irgendwie die Luft raus ist zum Kochen. Die sind bei uns Vollkorn- und Urgetreidenudeln. Und dazu habe ich aber wenigstens die Soße nochmal selber gemacht, aus verschiedenen Gemüse, Tomatenmark. Und das habe ich dann püriert, sodass es eben auch noch eine frische Soße geworden ist. Unser Ferment vom letzten Workshop. Die Lake ist schon deutlich trüb geworden. Ab und zu steigen auch Bläschen auf. Ein paar kleine Teilchen schwimmen hoch, aber das stört uns jetzt mal nicht.